Ja, hallo, meine Damen und Herren, wir haben einen weiteren Gast, freuen wir uns sehr. Bei uns ist Ulrich Neulte, der Geschäftsführer des Express- und Paketdienstleisters Go. Ein mittelständisches Unternehmen, kann man sagen, entstanden aus einem Zusammenschluss mittelständischer Paket- und Expressdienstleister vor Jahren. Sie haben mir gerade verraten, Sie sind gerade heute angekommen, deswegen ist es schwierig, Sie jetzt nach dem Eindruck zu fragen, was ich eigentlich wollte, aber was ich Sie trotzdem gerne fragen würde, ist der ganze Kongress steht ja unter dem Motto Impulse, Innovationen, neue Ideen. Könnte Ihre Branche auch noch Impulse, neue Ideen, Innovationen gebrauchen? Fällt Ihnen da spontan was ein? Ja, schönen guten Morgen erstmal. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Thema Innovation. Ich hatte mal im Laufe meiner bisherigen beruflichen Karriere und Weiterbildungsmaßnahmen, die man da auch genossen hat, mal von einer US-Universität gelernt, von einem Marketingprofessor, dass die Logistik mit Sicherheit keine Innovationsindustrie ist. Wir sehen ja, brauchen uns hier nur umzuschauen, Zukunft braucht Logistik, das ist sicherlich richtig, heute funktioniert nichts ohne Logistik. Die Innovationen sind, glaube ich, weniger im inhaltlichen Bereich als vielmehr im prozessualen Bereich gesehen. Weil Logistik lebt davon, grundsätzlich immer Effektivität und Effizienz auf die bestmögliche Art und Weise verknüpfen zu können. Und dabei helfen uns natürlich auch Technologien, die es heute vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren noch nicht gegeben hat. Und das ist unsere Aufgabe als Logistikdienstleister, wie unter anderem auch Go, diese Technologien zu überprüfen und auf ihre Einsetzbarkeit innerhalb unserer Prozessketten hin abzuklopfen und sie schnellstmöglich umzusetzen. Also da mal würde mich jetzt interessieren, wenn Sie so von Technologie sprechen, die die Innovation dann für Ihr Geschäft befördert. Bei Ihnen ist es sicher entscheidend, dass Sie den direktesten, effizientesten und ressourcenschonendsten Weg finden, eine bestimmte Sendung bei Ihrem Kunden abzuliefern. Wie setzen Sie da innovative Technologie ein aktuell? Zum einen entwickeln sich natürlich im Bereich der Software die Rechnermöglichkeiten oder besser gesagt die Algorithmusmöglichkeiten immer weiter, so dass wir derzeit als Go auch einen hohen einstelligen Betrag investieren, um unsere Softwarelandschaft zu erneuern, um somit auch deutliche Ressourcengewinne, Produktivitätsgewinne innerhalb der Prozessketten, innerhalb der Zustellungen insbesondere zu erreichen. Das andere ist, dass wir derzeit die ja heute immer stärker Trennung von Hardware und Software nutzen im Bereich der Apps, um eben auch Zustell-Abhol-Dokumentationen vereinfacht durchzuführen. Das senkt unsere eigenen Kosten und erhöht unsere Flexibilität auch gegenüber dem Kunden, weil wir Zustellinformationen in der Lage sind, mittlerweile dann auch direkt vom Zustelldevice in die Portale, in die Datenbanken des Kunden zu übermitteln, ohne den Umweg noch über unsere eigenen Datensysteme gehen zu müssen. Damit hängt ja sehr zusammen, dass ja jeder Dienstleister in ihrem Gewerbe oder in ihrer Branche im Moment so seine Strategie sucht, wie er das Paket, die Sendung, was auch immer, eben auch an den Mann bringt oder an die Frau oder an die Firma. Und da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze. 1-Stunden-Zeitfenster, 3-Stunden-Zeitfenster, Apps, die informieren, Abgabestellen, die man an U-Bahn-Schächten aufstellen will, dass man auf dem Weg zur Arbeit oder eben die Städte mit noch mehr Paketshops ausstattet. Wie beobachten Sie diese Tendenz und wie haben Sie für sich, also für Ihr Unternehmen da eine Strategie entwickelt? Also grundsätzlich sind wir als Go natürlich im Expressbereich unterwegs, das heißt termingeführter Zustellung. Das heißt, der Kunde beauftragt uns mit einer Zustellung, meinethalb mit einem Zeitfenster bis 10 Uhr oder tatsächlich auch mit einer Zustellung um 10.20 Uhr an einer bestimmten Adresse. Das heißt, wir haben an der Stelle natürlich eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zustellung auch erfolgreich vollzogen werden kann, weil der Kunde bezahlt ja relativ viel Geld für unsere Dienstleistung im Verhältnis zu einer normalen Paketdienstleistung. Also wird er auch darauf achten, dass wir eine erfolgreiche Zustellung durchführen können. Das B2C-Segment hat natürlich da schon spezifische Herausforderungen. Letztendlich sind ja all die Maßnahmen, ob das Paketshops sind, Paketautomaten, Avisierung von Zustellungen, dienen ja nur zu einem einzigen Zweck,
die Produktionskosten im Griff zu behalten, weil jeder zweite, dritte Zustellversuch kostet genauso viel wie der erste, nur der Versender bezahlt sie im Normalfall nicht. Das ist ein gutes Stichwort, weil da können wir gleich eine kleine Kurve in die Politik fahren. Im Moment sind wir in der Situation, dass die Koalitionsverhandlungen starten. Und so wie das aussieht, wenn man den Berichten glauben darf, wird es wohl irgendwie einen Kompromiss geben. Es wird einen Mindestlohn geben, dafür aber halt keine Steuererhöhungen. Der Mindestlohn würde Ihre Branche, Ihr Geschäft ja schon empfindlich, signifikant, wie auch immer, berühren. Welche Folgen hätte das, wenn man einen, sagen wir mal, diesen 8,50 Euro Mindestlohn dann hätte, flächendeckend? Ich kann jetzt natürlich keine Mutmaßungen anstellen über die Lohnuntergrenzen unserer Wettbewerbsunternehmen, unserer Mitunternehmen am Markt. Ich kenne logischerweise die Lohnstrukturen innerhalb unseres Unternehmens, sodass Sie erstmal sagen können, diese 8,50 Euro sind nichts, was uns jetzt erstmal völlig erschrecken würde. Sie haben es natürlich kalkuliert. Was würde es für Go bedeuten? Wir liegen in den meisten. Sie müssen an der Stelle zwei Dinge sehen. Wir haben natürlich ist die Dienstleistung, die wir erbringen, extrem personalkostenintensiv. Die Frage ist aber, bezahlen wir heute unterhalb eines Lohnniveaus von 8,50 Euro? Und Sie können davon ausgehen, dass bei der Qualität, die wir erbringen müssen und bei der Mitarbeiterauswahl, ob das jetzt in den eigenen Reihen ist oder ob das auch in dem Bereich unserer Unternehmer ist, wir nicht mit Niedriglöhnern unter 8,50 durchweg arbeiten können. Ich will das nicht in Gänze ausschließen. Die Situation wird aber zumindest auf Basis der heutigen Diskussion dahingehend sein, dass diese 8,50 Euro zu einem stärkeren Lohnanstieg, insbesondere in Ostdeutschland, führen werden. Ich glaube nicht, dass wir in Westdeutschland hier noch eine größere Lücke zu füllen hätten. Und dann stellt sich wiederum die Frage, wie viele Beschäftigte habe ich in Ostdeutschland, wie viel Prozent meiner gesamten Prozesskette oder Lohnkosten sind das und welche Hebelwirkung erzielt sich daraus? Nochmal konkret gefragt, wie würde es sich auf Sie auswirken? Hätten Sie mal signifikante Kosten dadurch, die Sie anderweitig kompensieren müssten? Oder ist es eben so, dass Sie sagen, ja, also wir versuchen das ohnehin schon irgendwie anders zu regeln? Wir werden in Teilen Kostensteigerungen im einstelligen Prozentbereich haben. Die werden wir auch über Preismaßnahmen weitergeben müssen. Es wird sich dadurch allerdings gegebenenfalls Folgekosten erweitern, dass Unternehmen, die bisher auskömmlich bezahlt haben und somit einen Vorteil hatten am Arbeitsmarkt gegenüber anderen Unternehmen, die weniger auskömmlich bezahlt haben, verschwindet somit ein Allokationsvorteil des Unternehmens am Arbeitsmarkt und auch das wird wieder Folgekosten haben. Das mit dem Kosten weitergeben, das habe ich auch schon von einigen Ihrer Mitbewerbern gehört. Wenn man das jetzt nochmal über dieses generelle Thema Mindestlohn zusammenbringt, ist das dann vielleicht in der Situation, wo viele ja von diesen eigentlich nicht auskömmlichen Preisstrukturen reden, vielleicht sogar ein Segen, dass es diesen flächendeckenden Mindestlohn gibt, weil es dann ein kaum zu zerredendes Argument ist, zu sagen, wir müssen das Preisniveau einfach anheben, weil sonst geht es nicht. Es betrifft ja alle gleichermaßen. Absolut richtig, es betrifft alle gleichermaßen. Die Frage ist natürlich an der Stelle, was ist der Lohnanteil stückkostenbezogen an der einzelnen Sendung und somit wird es zwischen den einzelnen Marktteilnehmern auch wieder deutliche Unterschiede geben. Gut, jetzt nochmal ins Geschäft geblickt, die Branche nächstes Jahr, da gibt es ja große Ereignisse, Fußball-Weltmeisterschaft etc. Haben die dann, weil ja mehr konsumiert wird, auch dann signifikante Auswirkungen aufs Geschäft? Also wir befinden uns natürlich, passt ja immer im November, Oktober, November in der Planungsphase für das kommende Geschäftsjahr. Es gibt ein paar große Ereignisse, die auch für uns positive Auswirkungen haben werden. Das sind zwei Sportereignisse nächstes Jahr. Das spürt man grundsätzlich und immer. Das Transportaufkommen steigt punktuell an, so dass wir davon ausgehen, insgesamt ja auch die
zumindest mal gesamtwirtschaftliche Aussicht durchaus positiv derzeit eingeschätzt wird. Letztens kam die Aussage heraus, dass 1,8 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum erwartet werden. Und wir davon ausgehen, dass wir mit dem üblichen Abstand über dem Marktwachstum auch nächstes Jahr werden wachsen können. Wir liegen immer so 2-3 Prozentpunkte über Wachstum des Gesamtmarktes. Vor einer halben Stunde saß hier auf dem Sofa Professor Christian Kille aus Würzburg, der die Top 100 Studie für Europa gemacht hat, für den Logistikmarkt. Und da wurde auch eine Rangliste erstmals erstellt, der Logistik-Weltmarktführer. Und unter den ersten vier sind drei Integrators, also Kurier- und Expressdienstleister. Ist das eigentlich ein Hinweis darauf, wo die Musik in der Zukunft spielt in der Logistikbranche? Ist das der auf die nächsten Jahre der große Wachstumsbereich, E-Commerce, Onlinehandel und damit das Geschäft, was Sie betreiben? Also die Vereinzelung und punktgenaue Zustellung, das ist ja ein Trend, von dem unsere Branche die letzten 30 Jahre schon stark profitiert hat. Und man sieht, dass sich das eben auch in der Weltwirtschaft, in der weltwirtschaftlichen Entwicklung fortsetzt, dass insbesondere die grenzüberschreitenden Verkehre deutlich wachsen. Also gehen wir davon aus, dass die Einschätzung hier so richtig ist, ja. Gut, dann zum Schluss noch gefragt, es ist ja bald Weihnachten. Wie läuft das da, das Geschäft an? Ist das so, wie Sie es sich erwartet haben oder gibt es Abweichungen? Ja, es ist bald Weihnachten. Die Erwartungen, die wir haben, sind diejenige, dass wir grundsätzlich natürlich erstmal auch am 24. respektive am 31. zustellen. Dieser Erwartung sind wir auch in den vergangenen Jahren immer mehr als gerecht geworden, trotz zum Teil widriger Wetterungsbedingungen. Jetzt muss ich gerade überlegen, Weihnachten ist ab 24. dieses Jahr ein Dienstag. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das, ich sag mal, Standardgeschäft, welches wir haben, am Freitag zuvor nachlassen wird und dass dann Ad-Hoc-Bestellungen, schnelle Nachlieferungen etc. sowohl für den Einzelhandel, also sowohl B2B als auch B2C, noch von Montag auf Dienstag abgewickelt werden. Gut, dann wünsche ich Ihnen ja, in dem Sinn bis ein gutes Weihnachtsgeschäft und dass das alles so läuft, wie Sie sich das wünschen und vor allem im nächsten Jahr. Und bedanke mich sehr für Ihren Besuch und noch gute Gespräche. Sie haben ja jetzt noch ein bisschen was vor sich, wenn Sie erst heute angekommen sind. Vielen Dank, Herr Nolte. Herr Herbst, herzlichen Dank. Bitte.